Servus Leute, ich bin's, der Kurt, der Kill. Ich mache wieder ein bisschen Schießen und Genießen. Heute haben wir den Montag nach unserem Extremschießen CO2-Parcours. Das war sowas von gigantisch. Jeder hat alles gegeben und wir haben 5 Stunden lang geschossen und insgesamt sind über 4000 Schüsse abgegeben worden. Über 4000. Heute habe ich den Parcours zum Teil wieder abgebaut. Aber es gibt im September noch einmal den Spaß. Natürlich nicht dasselbe, dass es nicht langweilig wird. Es sind zwar ähnliche Ziele dabei, aber es wird wieder interessant. Das ist sowas von gigantisch, das kann man sich nicht vorstellen. Also ich war so richtig satt geschossen und das soll was heißen. Ich mache hier einen Rinderbraten. Das sind etwas über 3 Kilo. Das brate ich jetzt an, habe Pfeffer und Salz drauf. Von aller Seite brate ich es an, dass ein bisschen Kruste entsteht. Dann mache ich es in den Backofen. Und dann lasse ich es so bei 100, 110 Grad 3 bis 3 oder 4 Stunden drin im Ofen und dann eventuell auf den Grill im Freien, Holzkohlegrill indirekt, oder ich mache noch was anderes draus, vielleicht die Hälfte mit Soße aufschneiden in Scheibe, dann eine Soße, gute Soße dazu machen. Also ich bin noch am Überlegen, was ich da mache. Jetzt wird erstmal schön angebraten. Beim Schießen, also das zweite CO2-Parcours-Schießen findet voraussichtlich in der ersten Septemberwoche statt. Sonntags. In 2 Wochen gibt es am Chicken River, wenn nicht irgendwelche Gewitter oder sonst irgendwelche Unwetter bis dahin kommen, gibt es ein Long Range Schießen. Und zwar das Long Range mit SCH, Pfälzisch Long Range. Von 5 Meter bis 75 Meter mit 7,5 Joule Luftgewehren. Also wieder extrem und extrem Spaß. Wer Lust hat, anrufen und sich anmelden. Alles weitere am Telefon. Ihr müsst den Anrufbeantworter euren Namen hinterlassen, eure Telefonnummer, so dass ich sie verstehe, und dann rufe ich zurück. Dann könnt ihr euch anmelden. Wenn nicht, macht's auch nichts, wir sind schon gute Leute, aber bis zu 10 Leute dürfen schießen. Ich will keine Massenveranstaltung, sondern mit guten Leuten schöne Stunden beim Schießen verbringen. Das ist so meine Art. Genießen und schießen. Das war's mir vorläufig. Da brutzelt also so schöne Kruste. Ja, bei unserem Schießen CO2 Parcours, da trifft Schnelligkeit auf Präzision.
Es gibt zwei Videos davor, ein Vorfilm und Parkour schießen am CR2080. Da geht es darum, wie sich die Experte mal richtig Energie werden. Das verstehe ich unter Anbraten. Und zwar nicht, um die Poren zu schließen. Das ist Quatsch. Da werden keine Poren geschlossen. Das geht um den reinen Geschmack. Das ist der Unterschied zwischen Kochen und Schießen. Beim Kochen ist es so, es gibt Leute, sogar gelernte Köche, die kochen halt mehr oder weniger. Es gibt Schützen, die schießen und es gibt Schützen, die treffen. So ist das. Der Genießer gibt sich Mühe in beide. Also wenn ich einen Schuss abgebe, dann freue ich mich darüber, wenn er dort sitzt, wo ich es gern hätte. Mit einem Luftgewehr, ein Zentstück auf 75 Meter, ist für mich ein Genuss. Und so ein Stiegel, tolles Fleisch mit einer guten Soße und Beilage zu essen, wenn es gut gemacht ist, ist für mich auch ein Genuss. Also das trifft schon zu Schießen und Genießen. Es hat was Gemeinsames. So, Zwiebel dazu, Knoblauch etwas später, dann noch grüner Pfeffer. Mache ich jetzt nicht, nein, das wird alles so verbrennen. Aber die Zwiebel gibt Aroma ab, deswegen kommt sie da rein. Dann kommt das Ganze in den Backofen. Ober-Unterhitze. Und dann bleibt das drin. Und wird ganz langsam gegart. Jetzt mache ich den Deckel drauf. So. Und vorläufig tschüss. So, noch 5 Stunden. Ich habe ihn runtergedreht auf 100 Grad. Ich mache ihn jetzt so rüber in die Schüssel. Dann kann ich da mit der Soße arbeiten. Und ich habe es gerade versucht. Das, was da drin steht, granatemäßig. Also, das ist Wahnsinn. Perfekt. Zerläuft auf der Zunge. Jetzt noch eine gute Soße. Und die Welt ist in Ordnung. Also echt schade, dass ich euch den Geschmack nicht rüberbringen kann. Gigantisch. Schieße und genieße hat seine Berechtigung. Beides, Schieße und Koche, hat was mit Präzision zu tun. Und sehr viel Liebe. Wenn man was nicht gern macht, sollte man es lieber sein lassen. So, ich schalte es jetzt klein.
dass das nur noch so zieht. Ist alles fertig. Das machen wir natürlich erst morgen. Je länger das da drin liegt, desto mehr Aromen entwickeln sich. Jo. Wenn euch Verschieße interessiert, dann ruft an 06346 2995, auf den Anrufbeantworter sprechen, Nummer hinterlassen, ich rufe zurück, können wir einen Termin ausmachen und dann können wir das Schießen genießen im Schießparadies am Chicken River. Videos bei YouTube auf demselben Kanal. Tschüss, euer Kurt. Guckt euch das Fläschel an. Wirklich sehr guter alter Rotwein. Zum Schluss kommen noch ein paar Pilze hinein, also erst die letzte 10 Minuten, 5 Minuten vor Schluss. Ja, der Topf ist voll. Muss die Pfefferkerne ein bisschen verstecken, sonst jammert die Elke wieder. Wunderbar, freue ich mich schon drauf. Macht's gut, Leute, genießt euer Leben. Es ist kürzer, als man denkt. Tschüss. Mahlzeit.